Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, wir sind hier runtergesprungen und sollen jetzt hier nach vorne. Ihr zwei, sucht da drüben. Okay. So, lautlose Kills. Okay, den haben wir. Okay. Die haben wir. Mal gucken. Der Schuss war perfekt. Okay, das war wohl nicht gut. Ouch. Okay, fehlt noch was? Oh, bitte, bitte, haben wir alle. Seilrutsche. Alles brennt, alles in Schutt und Asche gelegt. Aber wir haben es geschafft. Wir sind endlich entkommen. Und haben hier jetzt noch ein Buch zu lesen. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Erlösung. Das ist das Tagebuch von Nikolai, einer der Überlebenden auf dieser Insel. Er erwähnte einen Vater Matthias. Ist das derselbe Mann, den ich getroffen habe? Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das derselbe Matthias ist, der auch mit Sam zusammen an dem Lagerfeuer saß. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Fackel haben wir jetzt keine. Das ist eine Kiste, aber kommen wir da dann auch wieder hoch? Mal gucken erstmal hier. Was haben wir denn jetzt gefunden? Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Ein hübscher Fächer. Ja, ich finde das toll, dass man sich die Sachen hier so genau angucken kann. Und wie wir auch schon gesehen haben, da nochmal zusätzliche Details drin sind. Da
Was sind denn hier auch noch mal Gegner, wenn wir jetzt Na, ich weiß nicht, sieht nicht so aus. Und wenn ja, dann ist es halt so. So, hier haben wir die Kiste von oben schon gesehen, die nehmen wir mit. Oh, hier haben wir Blümchen. Da unten ist ein Lagerfeuer. Ich denke, wir werden trotzdem erstmal weitergehen. Ja, Fackel habe ich jetzt keine gefunden. Und Feuer, ja, Feuer ist da, aber keine Fackel. Ach, hier an dem Ding können wir uns eine Fackel holen, oder wie? Perfekt. Oder auch nicht. So, wir haben auf jeden Fall hier jetzt nochmal was zum Untersuchen. Und haben... Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Und wir haben einen Fähigkeitenpunkt freigeschaltet. Wenn wir ein Lager gefunden haben, können wir den verteilen. Ich denke mal, wir werden... Ja, ich gehe schon davon aus, dass wir unsere Bogenschießfähigkeiten erhöhen werden. Ja. Ja, man sollte nicht die Taste drücken, die das Feuer löscht, wenn man kurz davor ist, wo man eigentlich was anzünden möchte. So, wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir dann da wieder hoch? Ich hatte jetzt noch kein Lager gefunden. Also ich glaube, ich würde jetzt erstmal ein Lager suchen, bevor wir dann nochmal zurückreisen. Oder kommen wir von hier aus dann wieder zurück? Wir probieren es. Wir werden es einfach sehen. Ich finde es nur ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist eigentlich der Ort, wo wir vorhin durchgeschlichen sind. Und uns ja im Prinzip in Sicherheit gebracht haben und vor den anderen gerettet haben. Und jetzt können wir hier einfach so durchlaufen und... Oh, das ist leer. Keine Gegner mehr, gar nichts. Mal die Blume übersehen. Da vorne war irgendwo ein Lagerfeuer und ein Lager. Ja. Das werden wir uns auf jeden Fall holen. Und den Fähigkeitenpunkt verteilen, den wir bekommen haben. Wir haben schon zwei Fähigkeitenpunkte. Okay. So, wo werden wir die Punkte jetzt geben? Wir könnten sicherer Schuss nehmen, was wahrscheinlich ganz praktisch wäre, damit wir mehr Zeit haben zu zielen. Das werde ich jetzt auch auf jeden Fall machen. Also ist auf lange Entfernung bestimmt ganz praktisch und... Dann können wir noch was bei Jäger machen. Tierische Instinkte oder verbessertes Bergen. Oder Pfeile wiederfinden bei Gegnern. Ich denke mal, wir werden jetzt noch verbessertes Bergen finden, denn dadurch kriegen wir mehr von den Sachen, die wir brauchen, um unseren Bogen aufzuwerten. So, Ausrüstung. Jetzt ist die Frage, was werden wir aufwerten? Ich denke mal, mein Bogen könnte ein Update gebrauchen. Wir können die Wurfarme verstärken.
für mehr Schaden oder die gewickelte Sehne für eine höhere Schussfrequenz. Wir werden erstmal das machen für mehr Schaden. Damit haben wir jetzt auch schon wieder alle Punkte ausgegeben. Ich glaube, das war es dann auch schon wieder. Was wir hier machen konnten. Dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Also ist es hier schon schick. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt wieder hochkommen. Oh, wir haben was Verstecktes gefunden. Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Geocouch-Koordinaten, okay. Wir hätten uns bestimmt vorher auch hier umgucken können, haben wir ja aber verpasst. Aber dann direkt dort runtergesprungen sind. Können wir das jetzt eigentlich schon aufmachen? Ja, auf jeden Fall können wir das jetzt aufmachen. Wir haben ja die schon verbessert. Aber jetzt weiter geht's. Wir müssen da rechts rüber wieder, oder? Ja. So. Dann sind wir jetzt auch schon wieder da, wo wir mit der Seilrutsche hingekommen sind und können jetzt wieder weiter. Nach oben. Okay. Nicht rutschen, Lara. Schön. Immer weiter nach oben. Das macht sie doch super. Okay. Wo kommen wir hier hin? Hier schießt wer. Okay, Roth. Ich komme, Roth. Der sieht angeknabbert aus. Gott sei Dank, du lebst. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Okay, Roth scheint jetzt erstmal außer Gefecht zu sein. Und ich denke mal, wir dürfen jetzt den Rucksack holen, den wir brauchen, den um Roth zu retten. Aber wir haben jetzt hier einen Hacker gefunden, das heißt, wir hätten auch einfach weitergehen können. Das Rudel ist im
irgendwo da oben. Also da oben müssen wir hin. Gab es jetzt hier noch irgendwas außenrum? Gucken wir zuerst mal um. Da ist was zum Anzünden. Da oben sind auch noch Kisten. Okay, hier sind noch andere Tiere. Von wo kommen wir eigentlich her? Wir waren jetzt in einer Höhle. Ich denke mal, das ist dann die hier. Nee, wir waren ja nicht in der Höhle. Wir sind die Klippe hochgegangen. Nein, da wollen wir nicht runter. Pfeilseile haben wir noch keine. Also das auch zum Anzünden. Okay, können wir mit einer Fackel springen? Ja gut, anzünden. Nö. Das funktioniert so nicht. Okay. Wir gucken uns dann einfach so mal um, was es sonst noch hier so gibt. Hühnchen. Oh. Wir haben die Schale hier angezündet. Und sollen insgesamt 10 Stück davon anzünden. Wir können hier nochmal unsere Pfeile auffüllen. Da ganz oben blinkt auch irgendwas. Wohin? Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai?